herzlich willkommen allen, die es sich antun wollen, meinen Rückflug mitzuerleben. Ich kommentiere das mal hier, nicht ganz live, fast live. Der Lutz ist auch dabei. Ich habe den Flug also schon gemacht und kommentiere das Ganze jetzt nochmal. Viel Spaß! Zunächst geht's daran, die Kiste wieder anzumachen. Mal wieder zu kurz gewesen, die Pumpe. Und Gebüsch rein. Jo, da hat's geklappt. Ja, im Tutorial sind wir ja von Celle nach Bremerhaven geflogen und nun geht's wieder zurück von Bremerhaven nach Celle Alo. Und ich versuche mich mal hier im Live-Kommentar, nicht geskriptet. Der Luftdruck stimmt nicht ganz, da müssen wir gleich nochmal B drücken. Und ich blende dann mal den Wetterbericht ein. Sehr windig. Am Instrument stelle ich jetzt die Funkfeuer ein. Das ist einmal das Weser-VOA. Dann versuche ich mich noch daran, die Frequenz 311 kHz für das ungerichtete Funkfeuer in Celle einzustellen. Am inneren Rad verstellt man die eine Stelle, die äußere Stelle. Ne, am äußeren Rad, am inneren Rad die hinterste Stelle. Und jetzt eier ich noch ein bisschen rum, weil ich die mittlere Stelle nicht finde. Ja, wie war das noch, wenn man nicht in die Anleitung guckt? Das ist was anderes. Also ich habe kurz übersprungen, man muss den Drehtaster kann man reindrücken, um die mittlere Stelle zu verstellen. Jetzt habe ich noch reingedrückt. So, 311, nun passt es. Dann wähle ich schon mal 2500 Fuß vor am Autopiloten. Das soll unsere Reiseflughöhe sein. Also grundsätzlich darf man natürlich bei VFA bis 500 Fuß runtergehen bei Wetterverschlechterung. Aber solange es das Wetter zulässt, sollte man nicht unter 2500 Fuß fliegen. So, Bremse gelöst. Kopfhörer einstöpseln, damit es nicht so laut ist. Wunderbar. Die Kopfhörer vom Nachbarn kann man nicht einstöpseln. Und da habe ich das auch nicht gefunden, dass man das irgendwo einstellen kann. Aber ich habe gesehen in der Außenansicht, die haben die Kopfhörer auf. Sonja, da hinten alles klar? Es geht jetzt los. Die nickt nur. Ja.
So, auf geht's. Das mit den Differentialbremsen ist ein bisschen schwierig. Guck mal, Lutz, wie tief die Wolken stehen. Ja. Jetzt passiert erstmal nichts Interessantes. Wir können die Landschaft angucken. Es hat sich ziemlich bewölkt. Auf dem Hinflug war es ja noch so tolles Wetter. Ja, unter Umständen haben wir unterwegs schon Regen. Jetzt rollen wir mal eben zur Startbahn. Wir nehmen die 2.5. Und da starten wir so ziemlich gegen den Wind. Auf der 2.5, da gibt es gar keinen Rollweg, da müssen wir die Bahn runterrollen. Ja, das findet man aber auf einigen kleineren Flugplätzen. Teilweise sogar auf großen Flugplätzen, da ist dann am Ende so ein Wendehammer. Parkbremse setzen und Magnetcheck. Vorher noch die Lichter an. Nav. Und Strobes. Damit wir das nicht vergessen. Wunderbar. So ist es gut. Motor ist warm, wir können starten. Bremse gelöst. Klappen auf erste Stufe. Ich glaube, ich habe die Klappen schon gesetzt. Ich stelle schon mal den ersten Kurs ein. Also das Heading. Na, jetzt setze ich erst die Klappen. Oh, zu weit. Erste Stufe und so. Jawohl, Klappen stehen auf erster Stufe. So, dann kann's losgehen. Gut. Am
Klappinstrument habe ich auch 130 Grad eingestellt in Richtung Weser-Vior. Und auf geht's. Okay, Nase anheben. Und da sind wir schon in der Luft. Wunderbar. Oh, dann können wir auch schon die Linkskurve einleiten. Und ich schalte den Autopilot ein. Mit Heading Hold, damit er unser Heading erstmal hält. Und jetzt die vertikale Geschwindigkeit einstellen. Okay. So, wir haben eine stabile Steigrate. Gehen jetzt durch 1000 Fuß, dann können wir mal gucken. Die Landschaft angucken. Tja, da sehen wir Bremerhaven und unsere Startbahn. Zurück im Cockpit, fängt jetzt die Quäke an zu quäken, das heißt, unsere Geschwindigkeit ist zu gering, wir sind kurz vorm Strömungsabriss, also versuche ich jetzt hier am Autopiloten die Steigrate zu senken, aber das wird nichts, denn unsere Steigrate ist schon fast bei Null, die hat der Autopilot schon automatisch runtergesetzt, aber ich kriege die Nase so nicht noch weiter runter. Da muss ich auf jeden Fall den Autopiloten erstmal ausschalten, um Geschwindigkeit aufzubauen. Da brauche ich gar nicht lange rumzuprobieren. Das wird so eh nichts. Der Autopilot muss ausgeschaltet werden. So, jetzt Nase runter. Und schon ist Ruhe. Da werde ich die Steigrate mal etwas geringer einstellen. Ja, es ist halt nur eine schwache Cessna, ne? Die hat bald nur 160 PS. Und jetzt sind wir auch drei Leute. Ja, eben. Tanks sind auch noch überhalb voll. Na nun. Warum ist Sonja denn so blass auf dem Rücksitz? Ja, sieht aber ganz fröhlich aus. So ein kleiner Strömungsabriss in der Höhe, das ist doch nicht schlimm. Ach Sonja, mach dir keine Gedanken. Das ist kein Airbus, das ist nur eine kleine Cessna und in der Höhe ist ein Strömungsabriss gar nichts. Die fangen wir immer wieder. Und wenn ich mal am Navigationsgerät gucke, dann sehe ich, dass ich doch reichlich weit schon links abgedriftet bin. Der Kurs muss also deutlich korrigiert werden nach rechts. Ja, da kann man mal sehen, was der Wind ausmacht. Noch ist das Funkfeuer vor uns. Das sieht man an dem Pfeil nach oben im Navigationsgerät. Wenn wir dann das Funkfeuer so etwa überflogen haben, dann
auf 130 Grad vom Funkfeuer wegfliegen, auf dem 130er Radial. So, die Reiseflughöhe haben wir jetzt erreicht. Ein bisschen Gas rausnehmen, so. Ja, sonst wird nachher die Rechnung zu teuer, wenn du das Gas so stehen gelassen hättest. Hier probiere ich jetzt aus, in welcher Richtung das Funkfeuer ist und korrigiere den Kurs noch ein bisschen, um so ein bisschen auszutentern, wie weit ich vorhalten muss wegen des Seitenwindes. Immer noch nach rechts verbessern gegen den Wind. Solange ich aber noch so nah am Funkfeuer bin und auch noch nicht hinter dem Funkfeuer bin, benutze ich den NAV-Modus noch nicht im Autopiloten. Das mache ich erst, wenn ich dran vorbei bin und so einigermaßen in der Nähe des Radials. Den Transponder mal auf 7000 stellen, das ist in Europa die VFR-Kennung. Ja. Sendet er auch? Mal gucken. Ja, steht auf Altitude, so muss es sein. So, dann schauen wir doch nochmal. Ja, der Pfeil steht immer noch nach vorne. Das heißt, wir sind noch nicht am Weser VOA angekommen. Vergiss nicht, den Kreiselkompass mit dem Magnetkompass zu synchronisieren. Okay, das mache ich gleich mal. Auch mit B noch gleich den Luftdruck anpassen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt abgedriftet bin durch den Wind. Ich warte nochmal, bis ich an dem VOA vorbei bin. Das heißt, bis das Dreieck wechselt. Mal gucken, in welche Richtung das VOA steht. Nochmal einen Moment abwarten. Wie man sieht, sind Schauer draußen. Wir fliegen gerade durch einen Regenschauer. Und da vor uns ist ein kleiner Ort.
Können wir das Setting schon mal ein bisschen rüberdrehen auf 150. Das Radial, was ich anstrebe, ist ja 130. 20 Grad Vorhaltewinkel. Mal sehen, ob das reicht. Ah, jetzt wechselt es. Jetzt müsste... Ah, bei 24, genau. Jetzt sind wir am Weserfunkfeuer vorbei. Und je nachdem, wie weit das jetzt weg liegt, müsste gleich das Radial erreicht werden. Nur noch ein bisschen rüberdrehen, weil der Wind doch sehr stark ist. Ja, bei so einer leichten, kleinen Maschine ist der Windeinfluss schon sehr erheblich. Ich merke das gerade. Ich schalte jetzt mal die NAV-Funktion ein. So, jetzt musst du die Automatik halt entsprechend rüberdrehen, um das 130er Radial abzufangen. Oh, oh, der dreht mich aber richtig weit rüber. Da muss ich schon ziemlich weit abgedriftet sein. Ich fliege jetzt 210 Grad. Das ist... nicht weit vom Kurs ab. Naja, 25 Knoten Seitenwind, das ist schon ordentlich. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich am Gelände orientiert, sondern nur am Funkfeuer. Ein bisschen mehr Gas. Schau mal, wie tief die Wolken schon hängen. Viel höher darf ich auch nicht fliegen. Da wir uns aber nicht im kontrollierten Luftraum befinden, heißt es ja frei von Wolken. Sag mal, wie weit muss ich noch in der Richtung fliegen, bis ich auf dem Radial bin? Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wirklich zu weit Richtung Osten abgedriftet werden, weil da ja das Sperrgebiet irgendwann kommt bei Walsrode. Also da müssen wir schon genau aufpassen. Ja, als Sportflieger hat man es nicht leicht. Man muss alles selber machen. Jetzt müssen wir gleich das Radial erreichen. Ja, die Nadel wandert jetzt in die Mitte. Und die NAV-Funktion dreht auch jetzt ein.
So, wir sehen, das Radial, das 130er Radial ist eingestellt und unten am Kompass können wir jetzt gleich sehen, wie die Automatik steuert, damit der Windeinfluss kompensiert wird. Da kann man dann auch den Vorhaltewinkel ablesen. Noch sind wir nicht genau ausgerichtet. So, 130 ist das Radial. Ah, der dreht so weit rüber. Der Autopilot arbeitet aber heftig. Oh, ist aber NAV eingestellt. Oh, jetzt das Setting? NAV, ja, jetzt. Ja, jetzt hat er das NAV-Setting abgefangen. Ja, ja. Naja, und diese Autopiloten in diesen Sportflugzeugen, die übersteuern auch immer etwas. Also man sieht, der fliegt einen Vorhaltewinkel von 30 Grad. Und die Nadel, die wandert ganz langsam in die Mitte. Ja, da kann man so ziemlich sagen, 30 Grad Vorhaltewinkel. Schauen wir uns nochmal die Karte an und hier sieht man so eine schwarze Linie. Das ist der Pistbogen, den wir geflogen sind. Und die gelbe Linie ist das 130er Radial. Also viele Auffanglinien haben wir hier nicht. Wir fliegen jetzt diese Richtung weiter und müssten dann eigentlich so ziemlich beim Autobahndreieck Gewaltsrode die Autobahn erreichen. In diese Richtung sind die Wolken schon wieder etwas höher. Mal auf die Karte gucken. Also wenn ich das recht sehe und wir in dieser Richtung weiterfliegen, dann müssen wir ziemlich genau über Rothenburg-Wümme wegkommen. Ah, da unten ist eine Autobahn. Alles klar, das ist die A1. Und dahinter kommt dann auch bald Rothenburg.
Ah, da hinten sehe ich schon. Das muss ein Rotenburg sein. Etwas links. Und davor ist auch der Flugplatz Rotenburg-Wümme. Hm. Das ist der Flugplatz. Da ist er. Die 08 und die 25, man kann es gut sehen. Ups, 08 und die 26, Entschuldigung. Aber da sind wir immer noch ein Stückchen weit nördlich, ne? Naja, der Rückflug geht ja etwas anders als der Hinflug. Ah ja. Da unten habe ich meine aktive Laufbahn mal begonnen in Rotenburg. Na, führst du deinen Kampf mit der Karte, Lutz? Ja, man musste ja langsam mal umdrehen und mal richtig stellen. Sonja, geht's dir noch gut da hinten? Ja, ich weiß, du bist ein erfahrener Flieger, du kannst das ab. Wie, du kannst das ab? Wie meinst du denn das jetzt? Fliege ich so schlecht? Ja, in der Richtung, da ist so ziemlich nichts zu sehen. Die Autobahn ist auch nicht im Blick. An dem Fenster rechts, das ist der Bullensee. Komischer Name für so einen Teich, aber... Er heißt so. Dann hat uns der Regen ja doch verschont, ne? Ja, bis auf den kurzen Schauer vorhin. Nur der Wind ist halt sehr stark. Ja. Und wir sehen, wir fliegen immer noch mit 160 Grad Heading und bleiben dadurch auf dem Radial 130. Nochmal Ausschau halten nach der Autobahn. Na, ist wohl noch ein ganzes Stück.
Ich drehe jetzt mal ein bisschen rüber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir nicht in das Sperrgebiet einfliegen, denn ich glaube, da links, das ist schon Walsrode. Oder es könnte auch Fallingbostel sein. Oder Bad Fallingbostel, wie es jetzt heißt. Aber mit dem Sperrgebiet braucht man eigentlich keine Angst haben. Die A7 Hamburg-Hannover, das ist die Grenze. Und wenn man die nicht überfliegt, kommt man auch nicht ins Sperrgebiet. Das stimmt auch wieder. Ich schaue noch mal. Na, ich glaube Ehrwaldsrode, weil Bad Fallingbostel liegt ziemlich nah an der A7 und die A7 sehe ich dann nicht. So, ich fliege jetzt auf 210 Grad, wenn man die 30 Grad Vorhaltewinkel mal abzieht. Das ist genau Süden, in der wir uns in die Richtung, die wir nehmen müssten. Da müssen wir zwangsläufig jetzt irgendwann auf die A27 treffen. Die müsste ziemlich genau quer rüber gehen. Weil wir ja 210 Grad fliegen. Auch wenn der Wind uns schräg rüber drückt, aber die Autobahn müsste ziemlich genau von rechts nach links gehen. Ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen, wenn man so eine Flugvorbereitung so ein bisschen über den Daumen macht, und hat keinen sicheren Kurs errechnet, dann ist das eben ein etwas Stückwerk. Aber man kommt auch so an. Willst du damit sagen, wir haben die Flugvorbereitung für unseren Rückflug so über den Daumen gemacht? So sehe ich das. Also das ist keine Autobahn, das ist eine Bahnlinie, würde ich sagen. Oder eine kleinere Straße. Aber für erfahrene Piloten ist das kein Problem, dem Einsatz von Funkfeuern, und bei so guten Sichten kommt man immer nach Hause. Ich komme auch nach Hause, glaub's mir. Okay, vielleicht war der Ort vorhin doch Wisselhövede. Und Fallingbostel bzw. Walsrode liegt noch weiter vorne. Da vorne ist eine größere Stadt, das könnte Walsrode sein. Also man sieht schon, wie schnell man sich verschätzen kann mit den Entfernungen hier oben. Richtig. So, da ist wieder ein größerer Ort. Das muss Walsrode sein. Und dann muss da vor uns jetzt die Autobahn kommen. Das ist auch so. Und da hinten ist Bad Fallingbostel, jawohl. Dann ist das die A27. Und
Und die können wir so ein bisschen entlang fliegen, bis wir die A7 erreichen. Und dann müssen wir auf jeden Fall rechts von der A7 bleiben. Ich habe Navi jetzt auch ausgeschaltet und fliege jetzt nach Hedding wieder. Eine Autobahn ist natürlich immer eine sehr, sehr schöne Auffanglinie, wo man sich wieder gut orientieren kann. Da ist sie, die A27. Hier ist ein großes Waldstück, das passt. Und da ist Walsrode. Auf jeden Fall sieht man, dass VFA-Fliegen ist die hohe Schule des Fliegens und nicht das IFA-Fliegen. Okay, entlang der Autobahn. Da vorne kommt schon das Autobahndreieck in Sicht. Links voraus sehen wir den großen Truppenübungsplatz, der mit dem Sperrgebiet umgeben ist. So, die Autobahn A7. Die dürfen wir jetzt nicht nach Osten überqueren. Erstmal nicht. Muss eine ganze Weile dran langfliegen, um nicht in die Sperrzone vom Truppenübungsplatz Munster zu kommen. Fliegen wir jetzt etwa bis zum Allertal, bevor wir die Autobahn überqueren dürfen. Wie, Allertal? Hier gibt es doch gar keine Berge. Nee, stimmt, hier gibt es nur Täler. Allertal. Aber ich meinte die Raststätte Allertal an der A7. Das meinst du. Aber die Aller fließt doch in einem Tal. Sonst hieße die Raststätte ja nicht so. Das ist richtig, ja. Sollte ja auch nur ein kleiner Scherz sein. Sonja sagt irgendwie gar nichts mehr. Obwohl, hat die überhaupt schon was gesagt heute? So, schön rechts von der Autobahn halten.
Ups. Oh, war ja, das drückt mich immer weiter rüber. Der Wind ist heftig. Also ich fliege 215 Grad und die Autobahn, die geht noch nicht mal südlich, die geht ein bisschen schräg sogar. Ist das hier schon Allertal? Nee, das ist nicht Allertal, da hinten. So, der Ort da vorne, rechts von der Autobahn, das müsste Schwarmstedt sein. Richtig. Da links die Teiche, das müssten die Meißendorfer Teiche sein, glaube ich jedenfalls. Meißendorfer Teiche. Und der Waldgürtel vor uns, das ist quasi die Grenze die südliche Grenze des Schießgebietes. Ach, dann darf ich jetzt noch nicht nach links drehen, oder wie? Nein. Darfst nur die Meißendorfer Teiche nicht nach Norden überfliegen. Dann bist du an der Grenze. Rechts von uns ist das Allertal, dann fliegen wir jetzt. Ja, sag mal. Ziemlich genau Richtung Winsenaller. Ein bisschen nördlich von Winsenaller. Da sehen wir die Aller, wunderbar. Da ist ja dein Allertal. Aber das Allertal ist doch unser Allertal. Ja, so ist es. Links das kleine Örtchen da am den Teichen des Meißendorf. Da rechts haben wir, das müsste Vietze sein da. Und vor uns Winsenaller. Mein Heimatdorf. Ja, genau, das ist Vietze. Das sieht man daran, dass die Aller da so einen Bogen macht. Und vor uns ist Winsen. Naja, bei dem Wind wird wohl Regina nicht auf der Terrasse sitzen. Aber Regina könnte Sonja ja mal kennenlernen. Ja, aber sie hat kein Fernglas, sie wird sie wohl nicht erkennen. Sonja, was sagst du dazu? Sonja sagt einfach nichts, die ist stumm heute. Ja.
Hoffentlich geht's ihr gut da hinten. Nicht, dass ihr übel geworden ist. Ich denke mal, sonst hättest du uns schon längst in den Nacken gespuckt. Die Orte da rechts sind Oldau und Hambüren. Da sieht man es noch mal schön von Büren. Und den Kalkberg von Wartlingen? Tatsächlich da hinten, der Kaliberg. Hinten in der Ferne sieht man den Fliegerhorst. Zelle wie zum Bruch. Können wir langsam höher aufgeben, ne? Schon dabei. Ah ja. Da rechts kommt Zelle in Sicht. Vor uns der Ortsteil Großhehlen. Ein bisschen Gas wegnehmen. Da drüben ist der Fliegerhorst, ETHC. Vor uns ist der Segelflugplatz Scheuen. So, jetzt müssen wir mal sehen bei dem Seitenwind, dass wir hier unseren Flugplatz finden. Arlo müsste da. Ah, da sehe ich schon den Arlo. Da ist er. Das hier ist das kleine Örtchen Scheuen. Die Bahn hier vorne ist der Segelflugplatz und da hinten ist der Motorflugplatz. Arlo, DDVC. So, also drehen wir mal etwas rüber. Den Wind mit bedenken. Ja, da hinten ist er. Ja, noch weiter rüber.
Na, ich habe schon gedacht, ich hat's ganz schön weit rausgedrückt. Naja. Kannst dich natürlich links an der Bundesstraße 191 orientieren, beziehungsweise an der Eisenbahnlinie. Das ist fast parallel zur Landebahn. So, jetzt haben wir 1000 Fuß erreicht. Ich habe den Autopilot ausgeschaltet. Jetzt fliege ich von Hand. Vorne schon Eschede zu sehen. Die Geschwindigkeit verringern. Und jetzt. Mal sehen, dass ich mit der Geschwindigkeit runterkomme. Oh, hinten am Horizont hat es geblitzt. Dann sind wir ja rechtzeitig da weg. So richtiges Aprilwetter. Ja. So, jetzt solltest du aber langsam einkurven. Jetzt muss ich aber gleich rum hier, spätestens. Mal Klappen setzen. So, wo ist mein Flugplatz? Wo ist mein Flugplatz? Mann, hat mich das weit rausgedrückt. Ja, da kannst du mal sehen, was der Wind so mit dir macht. Immer noch sehr starker Wind, auch hier in 1000 Fuß Höhe. Da muss ja noch ein Stückchen wieder zurückfliegen. Der Wahnsinn. Wo ist er? Ah, da hinten. Jetzt drehen wir mal rein. Sorry für diese achterbahnmäßige Steilkurve. Hatte ganz vergessen, dass wir einen Gast an Bord haben. Das sollte unsere Sonja wohl abkönnen. Junge, 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 das ist noch ein ganzes Stückchen noch zurück wieder. Wenn man sich hier nicht auskennt, ist der Flugplatz sehr schwer auszumachen. Ja, vor allen Dingen von dieser Seite hier, ne? Ja, sehr viel Wald, aber da hinten ist noch das Übungsgelände der Bundeswehr. Daran kann man sich etwas orientieren. Ja, an dem Truppenübungsplatzgelände, wo diese vielen Wege sind. Das ist sehr markant. Immer noch unheimlich Vorhaltewinkel nötig, um da hinzukommen. Also jetzt gegen den Wind so ein bisschen, da merkt man doch, dass der Groundspeed ziemlich langsam ist. Tja, und wir haben 70 Knoten noch anliegen.
Als wenn man in der Luft stehen bleibt. Bei so einem Wind muss man auch etwas schneller einfliegen. Da würde es auch ausreichen, mit der zweiten Klappenstufe zu landen. Ja, ich bin auch ziemlich hoch. Mal sehen, ob ich da jetzt sauber runterkomme. Vor allen Dingen bei dem Wind musst du aufpassen, dass du nicht zu langsam wirst. Eine Böe und die Fahrt ist weg. Nicht einfach bei dem Wind. Ja, du kannst ruhig mit ein bisschen mehr Fahrt fliegen bei dem Wind. Wie hoch ich noch bin, das ist ja der Wahnsinn. Aber ich habe auch eine ganz langsame Vorwärtsgeschwindigkeit nur. Die Quäke, die darf jetzt ruhig quäken. Wupp. Zack. Oh. So, die Erde hat uns wieder. Naja. Auf jeden Fall ist das Flugzeug noch heile. Ja, das war der Rückflug. Dann rollen wir doch mal zum Abstellen der Maschine. Ja, vielen Dank an alle, die bis jetzt dabei geblieben sind. Über eine Stunde. Respekt von meiner Seite. Vielen Dank auch an Lutz, dass er so nett mitkommentiert hat. Und natürlich an Sonja. Sie war so still. Sie ist eben ein stiller Genießer. Also grün sehen sie nicht aus. Im Gesicht. Aber ziemlich viel Betrieb am Alo. Wenn es interessiert, diese Szenerie hier vom Flugplatz Alo, das ist natürlich keine Standardszenerie, die habe ich selber gebastelt. Winke, winke. So, wieder zu Hause. So, das war dann mal ein Let's Fly und ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob oder ob nicht. Wenn noch nicht geschehen, dann bitte Kanal abonnieren. Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr wollt. Ja, vielen Dank. Ich sag schon mal Tschüss. Ja, von mir auch. Tschüss, bis zum nächsten Video.